Hallo Leute, willkommen zu unserem neuen Unboxing. Heute Hydraulikbagger, Maßstab 1 zu 16. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Willkommen zurück zum Unboxing. Heute, wie gesagt, Hydraulikbagger, Maßstab 1 zu 16, exklusive White Edition von Amewi. Schauen wir mal rein, was drin ist. Alles mal rausgeholt, was im Lieferumfang ist. Zunächst mal zur Box. Massive Holzbox, in der wird der Bagger geliefert, zusätzlich in einem Umkarton, also sehr gut geschützt. Hier sind alle Fächer vorbereitet für Sender, Zubehör, für die Kanüle, fürs Hydrauliköl. Also hier ist alles wirklich an seinem Platz und auch geschützt beim Transport. Zusätzlich abgedeckt oben nochmal durch passenden Schaumstoff. Sehr dick, wie man sehen kann. Was haben wir im Lieferumfang? Wir haben einmal Modell, exklusive Amewi White Edition, Maßstab 1 zu 16, Gewicht roundabout 10 Kilo. Dann haben wir Sender, in dem Falle auch angepasst an das Modell, was die Farbe angeht. Schön mit unserem Brand drauf, auch mit der Modellbezeichnung. Wir haben Hydrauliköl, ist ein 46er Öl, was dabei ist. Zum Einfüllen des Hydrauliköls haben wir hier einmal eine kleine Kanüle, die quasi auf die Flasche draufgesetzt wird, um hier das Hydrauliköl einzufüllen. Wo es genau reingeht, zeige ich euch gleich noch. Dann haben wir Balancer-Ladegerät, 20 Watt Ausgang, also roundabout 1,5 Ampere Ladeleistung, Anschluss für 2- und 3S-Zellen, Lithium-Ionen-Lipo, wie auch immer. Hintergrund ist der, dass hier ein 10.000 mAh Lithium-Ionen-Akku 7,4 Volt im Lieferumfang ist, der hier über den Balancer geladen wird. Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden, weil 10.000 mAh ist schon relativ groß. Dann haben wir ein passendes Netzkabel für das Ladegerät, sodass ich es auch über den normalen 220 Volt Ausgang handelsüblich, haushaltsüblich laden kann. Bindestecker haben wir noch im Lieferumfang. Hintergrund ist der, dass das Modell, wenn es mal zum Beispiel die Bindung verloren hat oder wie auch immer, hier hinten im Akkufach zusätzlich zum Anschluss des Akkus auch einen Ausgang für den Bindestecker hat. Wenn es mal neu gebunden werden muss, steht es in der Anleitung, wie es geht. Balance oder der Bindestecker wird hier eingesteckt und dann befindet sich das Modell im Bindemodus und über den Sender wird es quasi neu angelernt oder angebunden. Machen wir das Ganze mal startklar. Sender, 4x 1,5 Volt AA-Batterien. So, Sender wäre startklar. Zum Einschalten des Senders befinden sich unten einmal die zwei Powerknöpfe, die werden auch gleichzeitig gedrückt zum Einschalten. Das heißt, hier beide drücken, gedrückt halten. Jetzt sagt er mir im Display, einmal hier oben TX, also Transmitter, zeigt er mir quasi jetzt an, dass die Batterien, die ich gerade eingelegt habe, relativ voll sind. Bei RX steht in dem Falle für Receiver, ist ein Fragezeichen. Fragezeichen deswegen, weil das Modell nicht eingeschaltet ist. Das heißt, er empfängt jetzt keine Werte vom Modell und merkt, dass er nicht verbunden ist. Zum Einschalten des Baggers. Akku, Kontakt ist ein XT30 und ein XH-Balancer. Akkufach ist passend groß für diesen mitgelieferten Akku. Und hier am Akku ist einmal so eine rote Schlaufe angebracht. Die ist nicht nur aus optischen Gründen da, sondern hat den Hintergrund, dass ich den Akku damit auch nachher sauber aus dem Akkufach wieder rausziehen kann, ohne dass ich hier mit dem Finger irgendwie zwischen muss, weil das ist dann doch relativ eng. Zum Einschalten ist hier einmal der Powerknopf
der muss in dem Falle, wenn der Sender eingeschaltet wurde, zweimal gedrückt werden und einmal kurz gehalten werden. So. Modell lasse ich jetzt erstmal die Funktion außer Acht. Wir gehen erstmal auf die Details ein. Und zwar haben wir hier einmal den Einfüllstutzen für das Hydrauliköl. Wir haben das jetzt hier schon mal vorbereitet. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal etwas Hydrauliköl eingefüllt, weil wir das jetzt hier ungern auf den Tisch machen wollten. Hier dieser kleine schwarze Deckel ist ein Gewinde mit einem Peilstab. Und zwar, wenn ich ihn rausdrehe, ist hier eine kleine Kerbe, ähnlich wie bei einem Auto. Wenn ich da einen Ölpeilstab rausziehe, habe ich auch eine Markierung. Bis dahin sollte das Hydrauliköl aufgefüllt sein. Wenn ich das ganze System befüllt habe, einfach den Peilstab wieder rein, das System wieder verschließen. Und jetzt ist das Modell eigentlich betriebsbereit. Wenn das erste Mal befüllt wird, wird es immer einen kleinen Moment dauern, bis er ja, Restluft oder ähnliches aus der Leitung gepresst hat. Das Modell ist aber jetzt, wie gesagt, schon vorbereitet. Wir können also eigentlich im Prinzip starten. Zum Sender, die Belegung der Ausleger, Bagger, Schaufel, also die ganzen Funktionen, die jetzt von hier ab nach vorne gehen, sind auch hier wieder wie bei allen anderen Modellen von uns, die in der Hörwertklasse liegen, eine Eurosteuerung. Also wir sind hier belegt wie beim echten Bagger. Ich habe also hier im Prinzip die Funktion hoch, runter, Schaufel und hier habe ich im Prinzip den zweiten Arm. Die Fahrfunktionen, also die Ketten, sind hier auf dem Sender vorne auf diesen zwei kleinen Drehrädchen. Das heißt, ich habe hier eine vollproportionale Steuerung für die Ketten. Ich kann also hier auch langsam oder halt etwas schneller fahren, gegenläufig. Alle Funktionen, was das Fahren angeht, sind hier auf dem Drehpotis hier vorne. Die Beleuchtung, ich drehe das Modell gleich mal ins Bild, ist in dem Falle auch schaltbar. Also ich habe hier noch einige freie Kanäle, die aktuell nicht belegt sind. Das Modell kommt ohne Rauch, ohne Sound. Es ist also da in dem Fall jetzt nichts integriert. Was ich hierüber schalten könnte, wäre aber theoretisch möglich. Die Beleuchtung ist einmal hier auf dem Sender ganz links. Ich kann also hier die Beleuchtung ein- und ausschalten. Ich lasse jetzt mal an zu den Funktionen vom Bagger. Die Hydraulik arbeitet relativ schnell. Also hier ist es ein bisschen anders als ja, man das vielleicht kennt. Und zwar die Hydraulikpumpe, die verbaut ist, ist mit einem Brushless-Motor ausgestattet, die nicht permanent arbeitet. Ich muss also hier nicht umschalten, Arbeitsmodus, Fahrmodus oder wie auch immer. Die Hydraulikpumpe ist in dem Augenblick aktiv, sobald ich hier eine Funktion des Auslegers bewege. Das Ganze hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil: dadurch, dass die Pumpe nicht permanent mitläuft, ist die Lebensdauer des Akkus, was die Fahrzeit angeht, deutlich höher. Also wir haben hier relativ geringen Stromverbrauch. Angegebene Laufzeit liegt circa bei 30 bis 40 Minuten mit dem Akku, was relativ hoch ist. Der Nachteil, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, wenn ich jetzt den Ausleger wirklich mal ausfahre und so stehen lasse, wird er hier an dieser Stelle ganz leicht anfangen abzusinken, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist aber normal dadurch, dass die Hydraulikpumpe jetzt in diesem Augenblick, wo ich nichts steuere, nicht aktiv ist. Der Hintergrund ist, wenn ich jetzt zum Beispiel damit arbeiten möchte, ist es eigentlich in der Regel so, dass ich den Arm in irgendeiner Form permanent bewege. Also irgendeine Funktion wird immer aktiv sein. Löffel, Ausleger, erster Ausleger, irgendwas steuere ich immer. Das heißt, die Hydraulikpumpe ist im Arbeitsmodus immer aktiv. Ich habe also auch immer ausreichend Kraft, um erdreich zu bewegen. Die Stellkraft, also das Modell selber, wie ich eingangs sagte, hat ein Gewicht von roundabout 10 Kilo. Die Stellkraft der Arme liegt deutlich über diesem Wert. Also ich habe hier eine Stellkraft circa von 12 bis 13 Kilo. Also ich kann damit schon auch ein bisschen Masse und Erde bewegen. Die Funktionen sind vollproportional. Das heißt, ich kann hier wirklich sehr langsam steuern. Ich kann aber auch das Ganze sehr schnell steuern. Wir haben hier die Möglichkeit im System, wenn ich jetzt hier den Deckel abnehme, das ist unten mit insgesamt 5 oder 6 Schrauben verschraubt,
gibt es hier unterhalb dieser Abdeckung noch die Möglichkeit, den Durchfluss der Hydraulikpumpe zu ändern. Ist aber eigentlich eher eine Geschichte für Profis, die eigentlich ja, Modelle in der Form kennen und wissen, was sie dort tun. Zusätzlich ist hier hinten ein Block angebracht, wo mehrere Servos in Reihe sitzen, die die ganzen Funktionen steuern, ja quasi die Ventile für die Hydraulik steuern. Für die Fahrfunktion ist ebenfalls ein Brushless-Motor verbaut und der Drehkranz wird ebenfalls über einen Brushless-Motor angesteuert. Die Details vom Bagger sind recht nett, muss ich sagen. Also der ganze Aufbau sieht wertig aus. Ich habe hier zum Beispiel die ganzen Kühlöffnungen wie beim Originalen. Das Cockpit ist ausgebaut. Also es sieht, von außen sieht man es relativ gut. Sieht sehr nett aus. Also die ganzen Pedale, die Hebel, Schalter sind alle dem Original nachempfunden. Der Drehkranz ist endlos, das heißt 360 Grad ist kein Problem. Ich kann also hier drehen, bis ich schwarz werde, wenn ich möchte. Wollen wir jetzt in dem Falle nicht. Was wir euch gerne noch zeigen möchten, ist einmal die Tiefe. Also wie weit kann ich mit der Schaufel letztendlich runter? Machen wir mal Folgendes. Wir nehmen uns einmal die Holzbox dazu. So, jetzt können wir euch so ein bisschen näher bringen, wie weit kommen wir mit dem Teil runter. Also das ist schon ganz ordentlich, was hier möglich ist. Wir schieben das Modell mal noch ein kleines Stück weiter nach vorne. Ich komme also auch von hier aus bis auf den Tisch und da ist immer noch Luft. Also da geht ein ganzes Stück nach unten. Zum Modell selber. Ich bringe mal eben die Kiste wieder aus dem Bild. Zum Maßstab möchte ich ganz gerne noch mal was sagen. Und zwar, wir haben ja verschiedene Modelle. Maßstab 1 zu 14, die schon lange am Markt sind. Dann haben wir den ganz neuen großen Bagger vorgestellt. Maßstab 1 zu 13,5. Und hier jetzt Maßstab 1 zu 16. Wir kriegen oft die Anfrage, ob das tatsächlich Maßstab 1 zu 16, 1 zu 14, 1 zu keine Ahnung, was weiß ich ist. Ja, und zwar bei diesen Versionen, Hydraulik, alles was jetzt wirklich in diesen hochwertigen Bereich geht, ist es schon dem Original nachempfunden. Was hier gerne oder oft auch vergessen oder übersehen wird, das Original, es gibt ja Bagger, 20-Tonnen-Bagger, 30-Tonnen-Bagger, 45-Tonnen, 70-Tonnen-Bagger, 80-Tonnen-Bagger, es gibt ja Bagger, die eigentlich immer im Modell relativ gleich aussehen, aber in echt, wenn ich sie jetzt draußen stehen sehe, sind sie deutlich größer. Beispiel jetzt bei dem großen Bagger, den wir zuletzt vorgestellt haben. Da gibt es einen 45-Tonnen-Bagger, der sieht genauso aus wie der 70-Tonnen-Bagger. Nur, dass der 70-Tonnen deutlich größer ist, obwohl er genauso aussieht. So ist es auch beim Modell. Also hier ist wirklich der Maßstab dem Original nachempfunden. Das ist gerechnet. Es gibt einen Maßstabsumrechner. Originalmaße von hier, umgerechnet auf das Modell. Und da sind es wirklich 1 zu 16. Also die Maßstabsangaben hier sind wirklich richtig und auch passend. Viel mehr gibt es eigentlich jetzt zum Modell selber nicht zu sagen. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches oder Wichtiges vergessen. Wenn dazu Fragen sind oder wenn ihr Infos dazu haben wollt, die Modelle sind seit kurzem im Handel verfügbar. Detaillierte Infos findet ihr bei uns auf der Homepage amebi.com unter der Artikelnummer 22505. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal, kommentiert das Ganze, lasst uns ein Like da, kommt auf uns zu, wie auch immer. Viel mehr kann ich heute dazu wirklich nicht sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem neuen Unboxing. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.